Ja, auffallend ist, dass Sie überhaupt nicht aufs Internet eingestiegen sind. Ich wage jetzt mal die Behauptung, dass Sie heute über das Internet jegliche Art von Informationen, auch die Sie uns jetzt gegeben haben, abrufen können. Jede Neuerscheinung, die es gibt, können Sie in den meisten Fällen im Internet abrufen. Diese Möglichkeit gab es früher nicht. Insofern glaube ich, dass die Information über das, was passiert oder nicht passiert, eher eine Hohlschuld ist als eine Möglichkeit. Internet habe ich aus Zeitgründen nicht erwähnt. Internet ist Segen, auf der anderen Seite kann es auch Fluch sein. Wenn Sie die großen Seiten vom Internet anschauen, wie Wikipedia, da werden Sie hervorragend informiert über das Brutverhalten der Bachdrossel. Wenn Sie jetzt eingeben John Pierpont Morgan, dann erhalten Sie schon sehr, sehr andere Ergebnisse. Zum Beispiel, wenn Sie auf die US-Homepage schauen oder auf die deutsche Homepage, erhalten Sie sehr verschiedene Menschenbeschreibungen. Die Firma Bayer AG hat einen PR-Menschen, der ständig Wikipedia durchgeht, alles, was bei Bayer erscheint, sofort screent und rausnimmt. Sie können davon ausgehen, dass alles, was irgendwie politisch relevant ist, ökonomisch relevant ist für große Konzerne, für große Unternehmen, militärisch relevant ist, die Wikipedia und diese großen Plattformen, dass die alle einen Bias haben. Sie können eine wunderbare Geschichte über Bayer lesen im Internet, die stimmt. Sie können, wenn Greenpeace dieselbe Geschichte über Bayer lesen, die stimmt auch und sie haben nichts miteinander zu tun. Ja, Internet hat vorzügliche Informationen, aber die großen Seiten sind zum großen Teil manipuliert oder haben auch diesen Haircut hinter sich, auch wenn sie in dem Moment, wo sie Werbebanners drüber haben, dann findet auch schon in gewisser Hinsicht Beeinflussung statt, sodass es selbstverständlich vorzügliche Quellen gibt, aber die kann man dann marginalisieren und sagen, naja, das sind ja so komische Minderheitsmeinungen, so esoterische, so komisches Zeugs. Ich gebe Ihnen ein Gegenbeispiel, das ist der Beitrag von Monique Robin über Monsanto-Giftogene, wo ganz klar aufgezeigt worden ist, dass internationale Konzern mit Methoden vorgehen, die also mehr als fragwürdig sind, das hier im Landkreis und in ganz Bayern einen absoluten Gesinnungs- und Bewusstseinswandel hervorbringen. Also man sollte auch die positiven Beispiele. Selbstverständlich, gibt es im Internet, keine Frage. In der Hinsicht ist es ein Segen, dass es das gibt. Noch kurz was ergänzen. Vor kurzem war es auf verschiedenen medialen Seiten zu lesen, Deutschland hat mit Abstand das korrupteste Gesundheitssystem der Welt. Also das nur so zum Thema Deutschland und Korruption, das ist das eine. Das andere ist, ich bin sehr bei Ihnen, was Sie alle sagen, teilweise noch viel schlimmer, als Sie es dargestellt haben, wenn man genau guckt. Es gibt aber auch andere Bewegungen in großem Stil, die ein Gegengewicht da darstellen, wie zum Beispiel 40 Länder in Asien, die sich vereinen gerade und darüber diskutieren, eine eigene Währung, und zwar unabhängig von dem Dollar, auf den Markt zu bringen und da entsprechend Gegengewichte zu liefern. Und der König Fahd von Saudi-Arabien hat ja vor nicht allzu langer Zeit gesagt, dass er bis 2050 kein Erdöl mehr liefern will, auch wenn er noch genug hat, um eben von der Dollarabhängigkeit loszukommen. Und dann eben nur noch Solaranlagen oder Solarstrom zu verkaufen. Das ist das eine. Und das nächste, was ich noch sagen wollte, ich selbst habe im Rohstoffhandel Erfahrungen gesammelt, weltweit. Und es ist aktuell zum Beispiel so, dass die Araber oder viele Leute im arabischen Raum überhaupt gar kein Bargeld mehr annehmen. Die handeln also ganze Schiffe voll Rohstoffladungen, mainly Oil, also Crude Oil, gegen andere Leistungen oder Leistungsversprechen. Da fließt überhaupt kein Bargeld mehr, weil sie eben genau aus den Gründen, die Sie genannt haben, dieses Spiel nicht mitmachen. Interessant. Das ist 30% des Welthandels heute. Ja, ich meine aber kein Bartergeschäft, sondern jetzt explizit in den letzten Wochen und Monaten haben sie sich eben komplett speziell vom Dollar losgesagt. Ja, aber die großen Firmen, so wie Siemens, Bayer und andere, haben seit Jahren sogenannte Counter-Trade-Abteilungen, die nur, also Barter betreiben, also Coca-Cola gegen, nach Russland gegen Wodka und zurück und so weiter. Und zwar deswegen, weil eine der größten Unsicherheiten eben diese Fluktuation der Währungen ist und die Leute nicht wissen, wenn sie Lieferverträge abschließen, ob die Währung noch dasselbe wert ist, dann brauchen sie teures Hedging und sowas und dann sind die Counter-Trade-Abteilungen noch billiger. Also das muss man einfach wissen, dass es weltweit eigentlich seit Jahren und Jahrzehnten diese Sache gibt. Und das deswegen hat ja Bernard Lyotard diese Terra entwickelt, weil er sagt, das ist, also dieser direkte Barter ist eigentlich ein Rückschritt
Und dann wäre einfacher, eine internationale Währung einzuführen. Und das ist in dem Occupy-Buch auch. Ja. Also das finde ich auch ganz spannend. Genau, und die Euro-Petrobörse, an der wir auch gearbeitet, um endlich die Dollarabhängigkeit loszuwerden. Ja. Da gibt es auch so ein paar nette Menschen, die uns immer anders in den Medien verkauft werden. Aber die Absicht dahinter ist weder Atom noch sonst was, sondern die Euro-Petrobörse. Also es gibt verschiedene Dinge, die da recht hoffnungsvoll stimmen. Und insofern, glaube ich, müssen wir da einfach weitermachen. Und der spielt da mit Sicherheit eine große Rolle. Und auch da, glaube ich, gibt es einige Möglichkeiten, alles zu umgehen, an der unter anderem ich arbeite. Und insofern hoffen wir mal auf eine große Zukunft. Ja, wir haben eine starke Aufbruchsstimmung. Viele Menschen sind verunsichert. Und heute kommen Gedanken in die Presse, zum Beispiel ein Interview mit Ihnen in Süddeutschen, eine halbe Seite. Das war vor 5 Jahren noch unvorstellbar. Also, das hat riesige Chancen. Ja. Mir ist kürzlich wieder ein Büchlein in die Hand gefallen von 2 holländischen oder niederländischen Ökonomen, das vor ungefähr 30 Jahren geschrieben wurde. Gut zu Wort heißt der eine und lange der andere. Und das ist der Untertitel dieses Buches, Plädoyer für eine neue Ökonomie. Es geht um weder Armut noch Überfluss. Da sind viele Gedanken drin, vor ungefähr 30 Jahren, die heute auch geäußert wurden, von Ihnen einige, aber auch heute Morgen, was Nico Pech gesagt hat, und auch vor allem diese spirituelle Dimension wird von denen angesprochen. Ich beschäftige mich seit längerem mit dem Zusammenhang dem Thema der Nachhaltigkeit mit dem Thema der Spiritualität. Und ich glaube, dass wir eine wirklich nachhaltige Entwicklung, ökologisch und ökonomisch und sozial, wirklich nur bekommen werden, wenn die innere Einstellung der Menschen sich verändert, wenn wir ja im weitesten Sinn spiritueller werden. Nicht im Sinne einer bestimmten Religion jetzt, sondern die innere Haltung. Und ich glaube auch, dass dieses Wegkommen vom Konsum, vom Materiellen, uns in diesem geistigen, spirituellen Bereich ganz neue Möglichkeiten eröffnen würde und dass wir dann besser leben würden. Der andere Ökonom, der auch schon genannt wurde heute, ist der Herman Daly. Der hat sogar in einem Buch, das auch in deutscher Sprache erschienen ist, eine neue Volkswirtschaftslehre oder ökologische Volkswirtschaftslehre, ein eigenes Kapitel über diese Gedanken. Spiritualität ist das überschrieben. Ganzes Kapitel, das er dem widmet. Für Ökonomen eigentlich selten. Aber die Ökonomen, die sich mit diesen Dingen intensiver beschäftigen, die kommen irgendwann darauf. Mich beschäftigt immer die Frage, welche Rolle spielen eigentlich die Zentralbanken? Besonders auch zum Beispiel die FED, da sind ja diese Namen, die Sie auch genannt haben, und auch Rockefeller, Warburg und Morgan tauchen ja da immer auf. Immer die Frage, ist das eine Privatbank, die FED, und welche Gründe stehen dahinter? Auch jetzt die Zentralbank, unsere Deutsche Bundesbank, hat ja eigentlich keine Aufgaben mehr. Deutschland ist ja jetzt in der Geldpolitik eigentlich davon abhängig. Wir müssen Banken retten, wenn es die Zentralbank uns jetzt sagt, Deutschland. Da hat die Deutsche Bundesbank gar nichts mehr mitzureden. Geht es da wirklich nur um Geldpolitik oder sitzen da die Machtzentren? Also die amerikanische Notenbank Fed ist formal de jure eine Privatbank, wo auch die ca. 12 beteiligten Banken eine bestimmte Dividende bekommen, die ist aber sehr stark limitiert. Und ökonomisch gesehen fließt die große Masse der Seniorage, der Gewinne, an die US-Staatsregierung. Und auch die entscheidenden Stellen werden nicht von den Privatbankiers besetzt, sondern werden von der US-Regierung ernannt. Also das steht auch in der Enzyklopädie Britannica, US Fed. Das stimmt, de jure, aber de facto ist die Machtzentrale, sind die den Ben Bernanke ernennen. Und das ist Obama oder seine Administration. Also das sind jetzt in meinen Augen keine speziellen Zirkel, die da das Wohl und Wehe haben. Und der EZB-Chef wird ja auch im Prinzip von den Regierungschefs ernannt. Dass das jetzt ein Goldman Sachs-Mann ist, ist nicht unbedingt Zufall. Und dass Hank Paulson vorher, der Finanzminister, auch ein Goldman Sachs-Mann war und Monty Goldman Sachs-Mann und so weiter, dass es da Netzwerke gibt, die sind vermutlich viel, viel interessanter als jetzt die Eigentümerstruktur der US-Fed. Ja, Sie haben vorhin gesagt, also weniger Konsum würde nicht bedeuten, dass die Arbeitslosigkeit steigt oder Arbeitsplätze verloren gehen. Können Sie das mal näher erläutern? Durch eine Verkürzung der Arbeitszeit oder wie meinen Sie das? Also wenn wir schauen, wie unsere Großeltern gelebt haben
und wie wir heute leben und welche Maschinen wir heute haben. Um das Niveau des Lebens, den Lebensstandard unserer Großeltern zu haben, müssten wir heute vielleicht noch 2 Stunden am Tag arbeiten. Also ich würde jetzt nicht mit Beuys sagen, vielleicht 90% dessen, was wir tun, ist unnötig, aber mindestens die Hälfte dessen, was wir tun, ist unnötig. Wenn wir schaffen, das zu reduzieren, zum Beispiel geplante Obsoleszenz, hier habe ich einen Aufsatz geschrieben im März, das war in allen Medien, wenn wir viel von diesem Unfug reduzieren, den wir momentan tun, dann können wir bei halber Arbeit genauso gut leben wie jetzt und haben aber die Hälfte unserer Zeit übrig, wie heute Nico Pecht, das hat ja 20 Stunden nur noch Industriearbeit, wäre überhaupt kein Problem, ohne jeglichen Verlust an realer Lebensqualität. Es ist ausschließlich eine Frage der Verteilung von Arbeit, hat auch Nico Pecher heute gesagt. Warum haben wir 40-Stunden-Woche und jede Produktivitätserhöhung führt immer dazu, dass wir Leute in Arbeitslosigkeit schicken? Warum arbeiten wir überhaupt 40 Stunden? Das ist ja die größte Absurdität. Ja, wir könnten unsere Arbeitszeit locker auf 30 Stunden reduzieren oder auf 8 Wochen, 10 Wochen Jahresurlaub. Das wäre alles ökonomisch kein Problem. Wenn wir sehen, was wir für Ressourcen und Reichtum haben, wäre das problemlos möglich, wenn wir manches nur von diesem Unnötigen reduzieren würden. Also rein ökonomisch gesprochen ist Arbeitslosigkeit eine Verteilung der Arbeit. Und da haben wir ein ganz absurdes System. Und da steckt aber, ist aber kein Zufall, das dahinter steckt. Dahinter stecken nämlich, wenn ich 3 Millionen Sockel Arbeitslosigkeit habe, dann kann ich mit den Leuten im Prinzip machen, was ich will. Dahinter stehen Machtinteressen. Und deswegen ist es kein Zufall, dass das System, das wir haben, so ist, wie es ist. Das arbeitet in den Händen von bestimmten Menschen, die davon Vorteile ziehen. Aber rein ökonomisch können wir natürlich die Arbeitszeit vollkommen anders aufteilen. Das ist aber nicht gewollt. Die Gewerkschaften? Ja, Gewerkschaften sind in den USA und Amerika unter Reagan und Thatcher kastriert worden und wirklich teilweise vernichtet worden. Gewerkschaften versuchen da eine Gegenmacht aufzubauen, aber haben gegen diese internationalen Kapitalströme im Prinzip nicht den Hauch einer Chance, weil es das Argument, schau China, Mindestlohn 8,50 und wir schicken die Menschen in die Arbeitslosigkeit. Natürlich, das ist so. Es gibt viele, viele Millionen chinesische und indonesische Arbeiter, die für 2 Dollar die Stunde arbeiten. Also Gewerkschaften sind kein ernstes Gegengewicht. Da waren hinten. Also bei mir arbeitet es gerade, also der Vortrag von Herrn Norm und auch der andere Vortrag, und ich knabber die ganze Zeit an dem Begriff von der Wertschöpfung. Und also ich komme von der ganz anderen Seite, aus der Pädagogik, und bisher haben wir immer nur von kaufkräftiger Nachfrage gesprochen und von Produkten, die man als Ware auf der Hand hat. Aber Bildung ist ja auch ein Produkt. Und gerade das Zitat hat für mich deutlich gemacht, dass es ja um eine andere Form von Wachstum geht und um eine andere Form von Produkten auch, also die im Gegengewicht darstellen. Und ich versuche das die ganze Zeit zusammenzudenken, also diese kaufkräftige Nachfrage, die ja Kinder zum Beispiel nicht haben, die auch die Natur nicht hat, aber da ist eine Nachfrage und da ist ja auch ein Potenzial. Also das, wir schöpfen das ja dauernd aus und wir leben davon, von der Kreativität oder von dem Wert, der da geschöpft wird, aber der ist gar nicht da drin enthalten. Also Pädagogik ist ein ganz anderes Kapitel. Ich würde da niemals von einem Produkt sprechen. Das Schlusszitat ist von dem Begründer der Waldorfschulen. Und sagt, ich versuche als Waldorflehrer in dem Kind ein Geheimnis zu sehen, ein Mysterium. Ich versuche aus dem Kind das hervorzubringen, was in ihm veranlagt ist. Das hat überhaupt nichts mit Produkt zu tun, sondern der Geist, der dahinter steckt, auch hinter der Waldorfschule, wo ja auch der Chiemgauer rausgewachsen ist, das ist ein ganz anderer Geist. Er sieht auch im Kind ein ganz tief geistigen Kern, den es zu entwickeln gibt. Und da, wenn man damit Ökonomie kommt und Pädagogik, das ist grauenvoll, das darf nicht sein. Ja. Aber es fließt ja mit rein. Ich meine, es ist ja doch so, dass alle Schulen Dienstleistungsunternehmen sind und mit in diese Tabellen, Statistik mit reinfallen, oder nicht? Schulen, die Unternehmen sind, unter Gewinngesichtspunkten ist vollkommen falsch. Staatsschulen sind in meinen Augen falsch. Wir brauchen ein ganz anderes Schulsystem, ein freies Schulsystem. Das ist aber ein komplett anderes Kapitel. Aber an der Stelle würde ich gerne einfach die Sache irgendwie noch zusammendenken, weil Gewinn und Wertschöpfung und solche Dinge, die beziehen wir nur auf Materielles. Und da finde ich, liegt der Hase begraben, weil Wertschöpfung, also wir sind ja nicht auf die Erde gekommen, um reich zu werden, weil am Ende gehen wir und darf man nichts mitnehmen. Das ist ein langes Kapitel Pädagogik. Es ist kein Problem, das einzubetten. Kein Problem, ist sogar ganz, ganz wichtig. Der erste Schritt wäre eigentlich, mit einer neuen Pädagogik zu arbeiten, um dann andere Menschen zu haben, dass wir in 25 Jahren mit anderen Herzen, mit anderem Geist
unsere Wirtschaft hin zu mehr Brüderlichkeit, hin zu mehr Mitmenschlichkeit führen können. Das Konzept, was ich Ihnen hier vorstelle, hat den Grundgedanken, dass als allererstes die Pädagogik reformiert gehört. Und dann kommen wir langsam zu einer menschlicheren Wirtschaft. Also das ist, aber das würde jetzt hier viel zu weit führen. Ich möchte da kurz anhängen und eine Frage aufwerfen. Ich meine, Talente und Fähigkeiten ganz eindeutig in dem nicht kommerziellen Bereich habe, dann einfach die Frage, die sich dann für mich stellt, von was lebe ich da? Wenn ich nicht 20 Stunden in der Industriearbeit machen möchte, sondern mich ganz eindeutig in einem anderen Bereich engagiere. Also in diesem Gesamtkonzept ist unter anderem enthalten ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, der Götz Werner steht auf demselben Boden, was hier vorgetragen wurde. Wenn das ein Gesamtkonzept, ich habe hier nur einen einzigen Faden ihn durchgezogen zur Ökonomie, zum Euro, weil das die Fragestellung war. Das Konzept dahinter ist ein ganz, ganz umfassendes, was in der Pädagogik beginnt, bis hin zu alterndem Geld. Das Ganze, das ist ein komplettes System und das basiert eben auf einem Weltbild, das in jedem Menschen ein ewiges enthalten ist, dass ja jeder Mensch einen göttlichen Funken in sich hat.